der Branche ähnlich. Man kann die später immer, man kann jeden Händler eigentlich irgendwo hin begleiten oder fast jeden. Das wollte ich nicht gucken. Ich wollte mal gucken, wie sieht's denn aus? Ah, wir werden mal mehr böse. Simpel. So. Ja, dann machen, gehen wir mal weiter. Great Wall Schlucht. Ein paar Räuber verlangen Zoll in dieser Region. Vorsicht. Ja. Ich hoffe, ihr habt das Gold für sie. Als Maul ZDF, Mann. So. Und hier ist ein Räuber. Das hier ist ein Privatweg. Ihr müsst zahlen, wenn ihr durch wollt. Oder wir könnten euren Kopf zur Zierde aufhängen. Oder ich deinen zur Zierde aufhängen. Schickt die Talerchen rüber. Dem Räuberfänger Gold geben. Lass mich ganz kurz überlegen. Ist das das Gold? Ich warte. Jetzt. Du dumme Sau, hör auf mich zu schlagen. Erstmal auf die Range gehen. Ah. Schon dunkel. Ah nein, ich hänge fest. Man stirbt endlich. Und der lebt ja immer. So. Ja. Wir könnten jetzt quasi in die Richtung weitergehen. Aber hey, hier hinten sind doch auch noch Räuber. Oh, wir werden mal was essen. Wenn wir den Bogen rausholen. Und werden jetzt hier mal Räuberpulver. So, Kopf abgehackt. Stirb einfach. Oh. Rotes Fleisch. Und du? Was soll das? Du wagst es dich, mich zu hauen? Stirb. So, gut, getötet haben wir alle. Dann plündern wir mal dieses Räuberlager hier. Oh, das habe ich auch in meinem guten LP gemacht. Flammenverstärkung. Heben wir uns auf. Flammenverstärkung ist, wir können das dann auf eine Waffe von uns hauen und dann machen wir damit auch Feuerschaden. 500 Gold. War hier nicht noch eine Truhe? Hier war da noch irgendwo eine Truhe. Meine ich mich zu erinnern. Naja, hier sind wir. So, upsa. Hier ist natürlich auch immer was drin in den Fässern. Stahl, Spitz, Hammer. Komm, zertrümmer das Fass. So, haben wir wieder ein paar Willenskrafttränke. Ansonsten war hier meiner Meinung nach nichts. Gehen wir wieder hoch, aber da war doch noch irgendwo eine Truhe. Es waren noch drei Truhen, glaube ich, oder? Bin ich jetzt einfach nur doof. Na gut, irgendwo hatte ich gedacht, wäre noch eine Truhe mit 500 Gold drin. Hier nochmal genau umsehen. Nö, irgendwie nicht. Naja, vielleicht habe ich jetzt auch einfach nur böse dran vorbeigeguckt. So, wir gehen mal ins Inventar. Waffen, Nahkampfwaffen. Der Stahlspitzhammer macht nur 30 Schaden. Also behalten wir das Eisenkatana. So, was will dieses Tor hier? So. Ihr tut vor mir etwas schrecklich Böses.
Okay, das werden wir später machen. Greatwood Kullestor. Hops. Stirb. So, sehr schön. Lesen wir mal, was steht hier? Kullestor. Und noch so ein kleiner fetter Hop. Ein Mage Hop. Und es laggt. So, Hops und nicht. Du lebst ja nicht. So, hier ist ein cooles Tor, damit können wir uns dann teleportieren. Da kommen wir nicht lang. Also wir können uns jetzt jedes Mal im Gildensiegel hierhin teleportieren. So. Warum schert ihr euch nicht dorthin zurück, wo ihr hingehört? Macht Platz. Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Warum schert ihr euch nicht dorthin, wo ihr hergekommen seid? Ja, die sind alle nicht so gut auf mich zu sprechen. So, wir sollen hier hin, also gehen wir auch erstmal hier lang. Hier könnten wir angeln, aber wir haben ja noch keine Angel. Greatwood Höhlen. Erstmal auf die Mages gehen. Und die bomben sich hier hinten schon gegenseitig kaputt. So, alle tot. Sehr schön. Oh nein. Jetzt aber. So, ein wenig Gäst wegmachen. Ein Willenskrafttrank. Rotes Fleisch. Sehr schön. Mehr gibt's hier nicht. In die Höhle müssen wir auch nicht. Ich guck grad nur, was die Dämonentür von mir will. Bevor euer Kampfmultiplikator nicht höher ist, gehe ich nicht auf. Genau, wir brauchen hier einen extrem hohen Kampfmultiplikator, paar 20 glaube ich sogar. Na gut, dann gehen wir mal in den Darkwood. Darkwood. Und das sind die zwei Händler, die wir beschützen müssen. Aber sei Dank, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, wir müssen in diesem Höllenloch sterben. Wir müssen zum Grabhügelfeld am anderen Ende des Darkwoods. Ihr geht voraus. Wir sind direkt hinter euch. Je eher wir diesen Wald hinter uns lassen, desto besser. Da drin lauern unnatürliche Dinge. So, 2000 Gold gibt's, 500 Bekanntheit. Ja, ja. So, die folgen uns beide. Oben rechts seht ihr die HP. Genau, Skorms Kapelle. Da war ich nie, weil das glaube ich böse Tat, da muss man Menschen auch verbringen. Etwas hat mich gebissen und für tot gehalten. Lasst mich mitkommen. Er darf uns nicht folgen. Er ist infiziert. Ehe wir uns versehen, wird er uns auffressen. Wir haben einen Händlereid abgelegt. Wir müssen ihm helfen. Das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ja, ich habe ihn bisher jetzt mal... jedes Mal weggeschickt, weil, nicht, dass er halt wirklich hier irgendwie infiziert ist. Nehmen wir heute einfach mal mit. Ich bin euch sehr dankbar. Direkt hinter euch. So, gut. Willenskrafttränke. Und da ist noch eine Schatztruhe. Eine Wiederbelebungsfiole. Sehr schön. So, dann gehen wir weiter. Ja, wir müssen jetzt, wie gesagt, durch den Darkwood hier komplett durchführen. Oh mein Gott, da ist ein Wolverine. Der Wolverine, oder? Nee, doch, irgendwie sowas. So, er springt jetzt hoch. Er wird jetzt hier gleich runterkommen. Da ist er. Oh nein. Das hier ist ein Kinderspiel. Wir werden lang. Ja, ja. Oh je. Die stecken schon viel Schaden ein, die kleinen Pisser. Ich mag Balvoline überhaupt nicht. Das gehört eben zum Job. Oh, verschwinde doch nicht immer. Man kann sie schneller töten, wenn man eine Silberverstärkung auf der Waffe hat. Och Mann. Kein gutes Geschäft wartet. Da bin ich ganz sicher.
Ich folge nicht auf. Mann. Stirb endlich. Ja, so. Ich folge euch nach. Schau gerade mal, was will die von mir? Seid gewarnt, Reisender. Ich gewähre nur den Kampf erprobtesten durch, wenn ihr möchtet. Prüfen meine Hüter eure Kräfte. Steht ihre Herausforderung? Nein, jetzt nicht mit den Händlern hier. Da sind nur... Ah ne, da stehen zwei ineinander raus. Doch, da sind zwei ineinander. Also es folgen uns noch alle drei. Gut. Dann weiter. Ich halte das nicht mehr lange aus. Hier haben wir Sporen. Die müssen wir aus der Ferne kaputt machen. Geht nicht zu nah ran. Ich bin froh, dass ich so gute Gefährten habe. Oh. So. Oh ne, da ist noch einer. So. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich werde jetzt ein Ladengeschäft aufmachen. Ist da noch was? Ne, okay. Es kann nicht mehr weit sein. Hier ist eine Truhe. Was ist drin? Ein Gagat. So gut, dann gehen wir mal weiter. War hier sonst noch irgendwas? Er verdient nichts anderes. Wir sollten jetzt weitergehen. Ah ja, kommt. Beeilen. Hinter dem nächsten Tor liegt ein Händlerlager. Wir müssen aber vorsichtig sein. Diese Reise scheint gar... Oh. Hört auf, mich so anzustarren. Ich verwandle mich schon nicht. Und wenn, dann töte ich dich mal ganz locker. Hab's einmal. Lederstiefel, die ziehen wir direkt an, die sind nämlich besser. Kleidung, Füße, weil wir haben jetzt die Lehrlingsstiefel an, die haben 25 Rüstung, die haben 33 Rüstung. So, gut, und weiter. Wenn ihr das für übel haltet, hättet ihr bei meiner letzten Reise dabei sein sollen. Müssen wir mal vergucken, ich vertraue diesem einen Händler da nicht. Was gebe ich jetzt dafür, in einer gemütlichen, sicheren Taverne zu sein? Lass die Händler in Ruhe. Einfach so. Bin dabei. Warte. So. Geht voran. Ja, da rollt der Kopf. Oh. Mann, der konnte ihn jetzt nicht anvisieren, weil der Händler im Weg stand. Oder in der Nähe stand, habe ich automatisch den anvisiert. So, Oh je. Bemerkt noch jemand einen seltsamen Geruch? Vielleicht bin's ja nur ich. Und da vorne kam schon die nächste. Lass die Händler in Ruhe. Du auch, wo kommst du denn noch her? Ich komme! So. Denk nur an den Profit, den wir am Ende machen. Oh, 15 Schlüssel für diese Truhe. War nicht noch irgendwo eine andere Truhe? Ich meine, hier wäre noch irgendwo einer. Oder ist die erst im nächsten Screen? Das kann natürlich auch sein. Gibt es auch so einen?
wir den Bildern, da kommen wir her. Naja, ich glaube, irgendwo war da noch was versteckt. Aber ist auch egal, wenn wir mal eine Truhe verpassen. Das soll jetzt nicht der Untergang sein. Wir könnten auch eigentlich durch jeden Screen einfach durchrennen. Weil die, sobald wir den Screen wechseln, die Händler automatisch wieder bei uns sind. Wir könnten hier wohl warten, wenn wir andere zu tun haben. Ja, wir können ausruhen und unsere Vorräte auffrischen. Genau, die werden jetzt hier drin geheilt. Also das ist kein Problem. Hier bekommen wir eine Stahlaxt. Die ist jetzt aber, glaube ich, besser, oder? Ja, die macht 38 Schaden. Ich werde nicht die Verstärkung draufhauen. So, ansonsten, genau, hier gibt es noch Truhen. Die Händler werde ich auch nicht umbringen. Weil das sind, glaube ich, die einzigsten Händler, wo ich Edelsteine verkaufen kann. Gegenstände, Geschenke. Ja, genau. So. Gut, Mädels, dann gehen wir mal weiter. Diese Reise scheint gar kein Ende mehr zu nehmen. Ne, wir müssen da noch. Altes, cooles Tor. Wie gesagt, wir könnten hier einfach durchrennen. Es kann nicht mehr weit sein. Nee, ich könnte dir jetzt auch sagen, wartet hier oben. Aber ist egal. Da kommt er. Zieht die Klingen blank. Hey, wie wird das die Gedärme raushalten? Ach, scheiße.